Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Warzone-Video. Seit dem letzten großen Waffenpatch spielt auf Close Range eigentlich fast jeder nur eine Waffe. Besser gesagt die Striker 9, die, wie man auch wirklich sagen kann, auch unfassbar stark ist. Allerdings gibt es noch eine Waffe, die deutlich besser was Time to Kill angeht und, wenn man das richtige Setup nach dem Update spielt, auch wirklich unfassbar stark sein kann. Und es geht natürlich um diese Waffe hier, die MCW mit dem Umbau-Kit, welches die Waffe von einem Sturmgewehr zu einer Close Range-Waffe umwandelt. Die MCW ist damit sogar so effektiv, dass die Time to Kill eigentlich bei jeder Distanz auch wirklich deutlich besser ist als bei der Striker 9. Und wenn man dazu noch das richtige Setup spielt, ist die Waffe wirklich perfekt geeignet, ist die perfekte Close-Range-Alternative zu der Striker 9. Genau aus dem Grund habe ich im heutigen Video auch den besten Loadout für euch getestet, nach dem Update mit den neuen Aufsätzen. Und bevor wir jetzt direkt ins Gameplay gehen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, über Warzone die besten Loadouts und natürlich die neuesten Updates, lasst natürlich auch gerne ein kostenloses Abo da, lasst einen Daumen nach oben da und ich würde sagen, statt mein, let's go. Ja, guter Start, würde ich sagen. Also ich kriege hier aber auch die Free Kills mit abgestoppt gerade. Okay, es sind auch wirklich teilweise Bots da am Start. Das ist geistkrank. Aber Time to Kill ist trotzdem solide. Warum ist der Prezi so schräg? Ja, wie gesagt, also die Waffe ist halt eigentlich wirklich immer noch dasselbe, nur dass du halt nicht mehr so schnell im Aim bist. Deswegen kann man die Klasse halt auch eigentlich immer noch komplett ein bisschen anders spielen, sodass man quasi auf die Mündung oder den Lauf verzichtet und dadurch halt wirklich ADS-Time wieder dazu bekommt. Ja, deswegen, also wenn man sniped oder als Sniper-Support oder auch generell auf Close Range, ist diese MCW halt immer noch wirklich top. Ich glaube, er denkt auch, er ist wirklich World's Greatest. Stark. Hier holen wir uns noch einen ab. Ich habe eigentlich die Runde tatsächlich Lust auf Sniper. Vielleicht spiele ich gleich mal meine Sniper-Klasse. Hab mir irgendwas zusammengewürfelt. Keine Ahnung, ob das gut ist. Eigentlich muss hier noch jemand sein irgendwo. So, das ist die Sniper-Klasse. 100% mit der eigenen Klasse werde ich noch weniger treffen als mit der Klasse, die ich hier aufgehoben habe. Ah, ich habe immer nicht daneben geschossen. Wait, hier ist jemand. Oder? Ich weiß actually gar nicht, wie das aktuell aussieht mit dem BP-Umbau-Kit. Das ist ja auch movementmäßig sehr stark. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so gut wie vorher. Er hat wirklich auch einfach irgendwas wieder gemacht. Deswegen MCW ist, glaube ich, so das beste Sturmgewehr-Umbau-Kit, welches wir aktuell haben. Und generell, die Time to Kill ist halt auch einfach insane. Ich muss loslassen. Ja, ich habe getroffen. No, er ist weg.
Okay, ich wusste es nicht. Ich wusste nicht, dass er plötzlich World's Greatest ist. Der Mann hat mich also so weak geschossen, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Okay, ist da hinten. Bro, wer ist er? Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so geisteskranke Shots hittet. Wer ist er? Hallo? Jede Kugel von ihm macht gefühlt Damage, als wäre er irgendwie, ich weiß nicht, er ist World's Greatest. Der Mann hat wirklich Shots gedrückt. Ich habe nach zwei Kugeln gefühlt One-Shot. Was halt insane ist. So, es wird Zeit für Perks. Schussverkauf beendet. Alle Preise wieder normal. Was ist mit ihm? Oh, ich kann das nicht mehr. Das ist zu viel für meine Nerven, sag ich. Oh. Gottlose Gunfights wieder. Ich meine, hier unten hat jemand gesniped. Nein. Also ich habe zweimal so eine bodenlose, in zwei Runden, so eine bodenlose Helmbombe kassiert. Das ist wirklich nicht normal. Einer ist über mir, safe. Das wird wieder ein gottloser Gunfight. Ah, Digga, also die Gunfights heute sind wirklich bodenlos. Wirklich komplett. So. Einer safe über mir. Ist gut, dass ich den Golden hab. Das habe ich auch. Bodenlose Runde. So, das war's zum Gameplay. Ich glaube, man hat sehen können. MCW, ja, auch wenn es nicht die größte Sweater-Lobby war, wirklich immer noch unfassbar gut, speziell auf Midrange.
Time to Kill sorgt einfach dafür, dass man wirklich eigentlich jeden Gunfight gewinnen kann. Und das hier ist die Klasse mit dem Exacker Edge und Lauf, 14V Geschwindigkeit, Bewegungstempo. Dazu jeweils das 40 Schuss Magazin sollte man auf jeden Fall hier spielen. Dazu der Rapid Strike Griff, nochmal ein bisschen 40V Geschwindigkeit und Nachschuss-Sprint-Tempo sorgt dafür, dass die Waffe nochmal movementmäßig deutlich stärker wird. Beim Visier das Niedermodellvisier, welches wirklich unfassbar clean ist und ja, in der Kombination wirklich gut funktioniert. Und dann zu guter Letzt das Jack Grabe Umbau-Kit, welches dafür sorgt, dass die MCW ja, vom Sturmgewehr zu einer Close-Range SMG wird. Ich muss sagen, es ist wirklich einer der besten Close-Range-Waffen. Und lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.